Herzlich willkommen zum vierten Vortrag heute hier im Glasraum beim Winterkongress der digitalen Gesellschaft im Jahre 2021. Heute alles virtuell. Wir haben zu Gast Erik Albers. Er ist von der FSFE, das ist die Free Software Foundation Europe. Und er wird heute uns etwas erzählen über die Gestaltung und Nutzung von freier Software aus einer Perspektive des Ressourcenerhalts und dann, wie diese Software viele zivilgesellschaftliche Bewegungen anfeuern kann und wie diese Bewegungen dann im Zusammenschluss auch wieder Free Software befeuern können. Bitte, wenn ihr Fragen habt, die werden dann am Ende des Vortrags beantwortet. Wenn ihr sie habt, könnt ihr sie in den IRC-Chat stellen. Den Link dazu findet ihr unter dem Live-Video. Einfach draufklicken, Nick eingeben und Fragen stellen. Gut, dann übergebe ich jetzt an Erik. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Einführung. Also wie gesagt, möchte ich mit euch heute diskutieren, was ist nachhaltige Software? Warum ist freie Software nachhaltige Software? Und wie können wir diese Erkenntnis vor allem nutzen, um verschiedene gesellschaftliche Bewegungen hinter der Forderung nach freier Software im Sinne der digitalen Nachhaltigkeit zu vereinen? Ich habe den Vortrag in drei Abschnitte gegliedert. Im ersten geht es darum, was ist Software als eine Ressource, was ist eine nachhaltige Software, wie spielt freie Software hier rein. Im zweiten Abschnitt, wie hängt eigentlich Software mit dem Ressourcen, mit dem natürlichen Ressourcenverbrauch zusammen? Gibt es vielleicht Software, die mehr oder die weniger Ressourcen benötigt? Und im dritten Abschnitt werden wir das dann zusammenführen und nachhaltige Software als ein Konzept der Digitalisierung bzw. der nachhaltigen Digitalisierung vorstellen und die Potenziale diskutieren. Software, Software als Ressource, also Software ist in unserer heutigen modernen Gesellschaft eine Ressource geworden. Quasi alle gesellschaftlich relevanten Aspekte sind von Software durchdrungen. Ob die Automatisierung, Maschinierung, die Wissenschaft, die öffentliche Verwaltung, unsere alltägliche Kommunikation, unser Medienkonsum, quasi alle diese Dinge sind inzwischen von Software durchdrungen und ohne Software nicht mehr in unserer modernen Gesellschaft denkbar. Und damit ist Software eine Ressource unserer gesellschaftlichen Organisation geworden. Nicht nur der gesellschaftlichen Organisation, auch natürlich spielt Software und Hardware zusammen. Wir haben überall Maschinen um uns herum, zu Hause, im Büro, auf der Straße, überall begegnen wir Maschinen. Die sind natürlich mit Software betrieben und auch hier wird die Software zu einer Primärressource unserer Organisation, weil ohne diese Maschinen auch unsere Gesellschaft nicht mehr so funktionieren würde, wie wir sie im Moment betreiben. Okay, wenn wir jetzt also Software als Ressource erkannt haben, dann kann man sich jetzt fragen, was macht denn dann diese Ressource Software anders als natürliche Ressourcen? Das erste ist, dass es sie quasi praktisch unbegrenzt ist. Ich kann Software beliebig oft benutzen, ich kann und konsumieren, ich kann Software kopieren, ich kann sie verteilen. Ich verliere dabei nie an Qualität und ich verliere auch nicht die Ressource an sich. Es ist sogar eher das Gegenteil der Fall. Bei natürlichen Ressourcen, wenn ich jetzt ein Liter Öl verbrenne, dann habe ich ein Liter weniger. Bei digitalen Ressourcen, bei Software, ist es genau umgekehrt. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass die Installation einer Software die Grundmenge 1 dieser Ressource ist, dann ist quasi mit jeder weiteren Installation erhöhe ich die Grundmenge, erhöhe ich die Gesamtmenge und damit erhöhe ich die Ressource mit jeder Anwendung. In der Praxis, obwohl eigentlich theoretisch unbegrenzt, ist sie in der Praxis leider doch oft künstlich limitiert. Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Das gibt sowohl die juristischen Limitierungen, also vor allem geistige Limitierungsrechte wie Copyright und Patentrecht, aber auch technische Maßnahmen wie Kopierschutzmaßnahmen und DRM. Welche die eigentlich unbeschränkte Ressource Software
künstlich verknappen. Ich habe hier hinten noch die schwarzen Ampeln, sollen auch noch darstellen. Eine Besonderheit bei Software ist eigentlich auch, dass diese Ressource kaputt gehen kann. Es kann also quasi, sie kann zum Beispiel einen Bug haben oder zwei und damit kann ich auch Ressourcenverlust erleiden. Aber entscheidend im Moment ist vor allem für uns im Sinne der Nachhaltigkeit, dass ich direkt darauf Einfluss ausüben kann, wie viel Ressource ich zur Verfügung habe. Denn diese Ressourcenmenge wird bewusst gestaltet. Ich kann sie also künstlich limitieren oder ich habe sie unbegrenzt zur Verfügung. Ich habe hier einfach mal drei klassische Modelle von diesen Zugangsmodalitäten dargestellt. Es gibt noch mehr, aber jetzt einfach mal klassisch dargestellt. Es gibt natürlich, wie gesagt, die Möglichkeit, die Mengen zu reduzieren durch Copyright und Patentrecht und Ähnliches. Hier in der Mitte die Public Domain, in der ich im Prinzip unbeschränkten Zugang zu der Ressource habe. Und ganz links die Copyleft-Klausel, die dann sogar auch noch allen Derivaten Folgeentwicklungen die gleiche unbeschränkten Möglichkeiten eingesteht. Und hier sehe ich eben schon den ersten Aspekt, wie freie Software zu einer nachhaltigen Ressource dienlich ist, indem ich eben eine Lizenz verwende, die die Menge prinzipiell unbeschränkt. Was ist noch anders als im Vergleich zu natürlichen Ressourcen? Software ist eine Ressource, die in Abhängigkeiten zu anderen Ressourcen steht. Ich habe hier auf dem Bildschirm GNU-Linux-Distributionen. Das ist ein Ausschnitt aus Wikipedia genommen. Was ich hier sehe, ist, in dem Fall ist es die Red Hat-Distribution und deren Derivate. Diese Derivate stehen meistens in der Abhängigkeit zur Mutterdistribution. Sie nehmen dort Code, es gibt vielleicht sogar Code-Austausch. Aber viel mehr ist es natürlich auch noch, wenn ich mir jetzt vorstelle, Applikationen innerhalb eines Betriebssystems sind natürlich abhängig von diesem Betriebssystem, damit ich sie überhaupt zum Laufen bringen kann. Ich habe also diese Abhängigkeiten in der Software drin. Und hier habe ich einen Comic von XKCD. Der stellt es ganz gut dar. Und wie also quasi dann Software abhängig ist und hier in so einem Extremfall sogar dargestellt so, dass eventuell ein kleines Modul so wichtig wird, weil andere Software auf diesem Modul aufbaut, dass wenn dieses Modul mal nicht mehr zur Verfügung stehen sollte, im Prinzip ganze IT-Architekturen wie ein Kartenhaus zusammenbrechen könnten. Wenn also diese hier Random Person in Nebraska eines Tages aufhört, dieses Modul zu maintain. Und da sieht man eben auch wieder, wie entscheidend freie Software hier zur Nachhaltigkeit beiträgt, weil wenn diese Random Person jetzt, macht es eben einen riesen Unterschied, ob diese Random Person oder auch wenn es ein kleines Unternehmen ist, ihr verschlossenen Code benutzt, Copyright benutzt, keine Dokumentation zur Verfügung stellt. Und dann kann es eigentlich wirklich passieren, sollte hier der Businessverlust stattfinden, dieses Modul verloren gehen, dass das Kartenhaus zusammenbricht. Wenn es hingegen unter freier Lizenz steht und am besten auch noch gut und offen dokumentiert wurde, kann im Prinzip auch bei Verlust dieser Random Person eine andere Person dieses Modul weiterentwickeln und so die Infrastruktur am Leben erhalten. Dann stellt sich die Frage, wie kann Software denn überhaupt verloren gehen, wenn wir jetzt schon festgestellt haben, es gibt also sehr wichtige Module, die wir erhalten wollen. Hier habe ich klassisch, natürlich kann der Datenträger verloren gehen oder kaputt gehen. Das ist wahrscheinlich heutzutage weniger der Fall, weil wir inzwischen Informationen weit und breit verteilen. Aber häufig ist dann doch der Fall, dass eben das Wissen verloren geht. Das hatten wir quasi gerade schon ausgeführt. Bei proprietärem Code, und das kann große, das kann Ein-Personen-Projekte sein, das können kleine Firmen sein, das können große Firmen sein. Wenn der Code verschlossen ist
besteht prinzipiell immer die Gefahr, zum Beispiel durch ein Bankrott und fehlendes Wissensmanagement, dass die Software verloren geht. Und auch im Prinzip durch die Nicht-Weiterführung des Codes. Also dass quasi ein Support-Ende erzwungen wird. Das ist leider auch häufig der Fall, weil gewisse Geschäftsmodelle vorangetrieben werden möchten. Ich möchte vielleicht eine Folgeversion verkaufen. Dann höre ich auf, die aktuelle Version weiterzuentwickeln. Und auch hier hat freie Software, trägt im Sinne der Nachhaltigkeit bei, weil bei freier Software ist etwas ganz Besonderes. Freie Software schafft sich quasi sein eigenes Ökosystem. Dadurch, dass alle Akteure auf diesen Code zugreifen können, auf die Dokumentation zugreifen können, die Software verändern können, haben im Prinzip auch alle Akteure das Interesse daran, diese Software zu erhalten und fortzuführen. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Akteure herausgegriffen. Es gibt natürlich die NutzerInnen und die EntwicklerInnen, aber es gibt auch noch weitere Akteure. Es gibt eben hier aufgeführte Unternehmen und Wissenschaften, Drittparteien, die auch ein Interesse an dem Erhalt dieser Software haben und damit letztendlich auch zum Erhalt der Software beitragen. Denken wir zum Beispiel mal an WordPress. WordPress ist primär zum Bloggen entwickelt worden, wird aber auch benutzt, um Homepages zu gestalten. Da habe ich eben ein Ökosystem, das WordPress quasi benutzt. Ich habe also natürlich die NutzerInnen und die EntwicklerInnen. Ich habe aber auch Unternehmen, die verkaufen zum Beispiel WordPress-Entwicklungen oder Homepages, die mit WordPress gemacht werden. Ich habe die Wissenschaft, die zum Beispiel neue Datenmodelle in ihre bestehenden WordPress-Präsentationen Seiten einbauen möchten. Oder ich habe Drittparteien, die vielleicht Webspace verkaufen, aber auf diesem Webspace zusätzlich als Dienst vorinstallierte WordPress-Versionen und so weiter und so weiter. Das Entscheidende ist, alle diese verschiedenen Akteure haben viel Energie und Daten und Zeit vielleicht reingesteckt in ihre eigenen WordPress-Instanzen, in die Fortentwicklung vielleicht sogar und haben das gemeinsame Interesse daran, diese Software zu erhalten und fortzuführen. Und es gibt keinen einzelnen Akteur unter diesen Akteuren, der hier zum Beispiel ein Ende erzwingen kann, der ein Support-Ende erzwingen kann. Auch wenn sich hier eines der Unternehmen entscheidet, fortan nie wieder WordPress zu benutzen, leben alle anderen weiter und sie haben im Prinzip eine Nutzenorientierung innerhalb dieser Ressource. Um hier also mal kurz zusammenzufassen, warum ist freie Software eine nachhaltige Software? Einerseits gibt sie mir die maximale Verfügbarkeit der Ressource Software, sowohl in der Menge als auch zeitlich unbegrenzt. Sie ermöglicht mir, langlebige Infrastrukturen zu bauen, weil selbst wenn eines Tages eines dieser Module, wie wir das da gesehen hatten, bedroht ist, dann können andere Akteure dieses Modul weiter fortführen. Es dient dem Wissenserhalt, es kann also kein Ende erzwungen werden von irgendeinem einzelnen Akteur, wodurch ja auch quasi die Souveränität der einzelnen Akteure hervorgeht, weil eben kein einzelner Akteur da ein Ende erzwingen kann. Und diese Akteure, die sich gemeinsam dieses Ökosystem erschaffen, haben sowohl den Lebenserhalt der Software natürlich im Sinn, als auch eine Nutzenorientierung ist, weil sie gemeinsam das Maximale und Beste quasi rausholen wollen aus dieser Software. Dann würde ich in den zweiten Teil gehen. Software und natürliche Ressourcen. Wie kann Software vielleicht, welchen Einfluss hat Software auf natürliche Ressourcen, auf die Verwendung natürlicher Ressourcen? Alles Digitale im Prinzip entsteht in dem Dreieck zwischen Software, Hardware und Energie. Ich brauche also quasi diese drei Komponenten, um etwas Digitales zu erzeugen oder anzusehen oder zu konsumieren. Wenn wir auf die Hardware schauen, dann kann man sich hier mal das Internet vorstellen. Das Internet ist das größte Ding, das je gebaut wurde. Ich habe hier eine Grafik, das zeigt die Unterseekabel an, die gelegt wurden. Und die Landkabel und
Masten und Backends und alles Weitere ist hier nicht dargestellt, aber ich denke, man kann auch so schon sich vorstellen, dass es hier mehrere 10.000 Kilometer sind, die hier gelegt wurden. Und die verbrauchen natürlich Rohstoffe. Wenn wir jetzt mal im Kleineren denken, an die Geräte, die wir so täglich benutzen, dann ist da zum Beispiel das Smartphone. Und hier, diese Geräte, die brauchen natürlich in der Produktion, brauchen sie Rohstoffe. Und zwar teilweise auch sehr seltene Rohstoffe, seltene Erden sind da viele verbaut, gerade in diesen Smartphones. Und das hat soziale Schwierigkeiten, weil die oft unter menschenunwürdigen Bedingungen in Minen in Afrika zum Beispiel gewonnen werden, um den ganzen Globus geschifft werden, also auch hier Transportprobleme. Und deswegen ist die kurze Nutzungsdauer, ich habe hier mal 1,5 Jahre für so ein Smartphone angegeben, vielleicht sind es auch 2 Jahre, so problematisch. Und diese kurze Nutzungsdauer, da gibt es mehrere Ursachen, warum das so ist. Da gibt es Marketinggründe, es gibt aber auch die kurzen Vertragslaufzeiten, andere Gründe. Aber ein Grund dafür ist die Software-Obsoleszenz. Und die Software-Obsoleszenz beschreibt das Problem, wenn ich jetzt heutzutage, 2021, ich kaufe ein Smartphone mit dem aktuellen Betriebssystem, dann ist es oft so, dass der Hersteller mir dafür keinen weiteren Support mehr gibt, weil er möchte dann im Folgejahr oder im Fortfolgejahr sein nächstes Flagship verkaufen. Und dann habe ich also mein eigentlich noch funktionierendes Smartphone, aber bekomme keine Updates mehr, bekomme keine Sicherheitsupdates mehr, ich kann keine neuen Betriebssysteme mehr installieren und bin dann quasi vor das Dilemma gestellt, benutze ich jetzt weiter mein altes Smartphone mit dem alten Betriebssystem und habe ein unsicheres Smartphone oder kaufe ich mir jetzt ein neues Smartphone, damit ich das neue Betriebssystem nutzen kann, aber eigentlich noch funktionierende Hardware damit entwerten, weil das ja eigentlich auch möglich gewesen wäre. Hier verdeutlicht es auch nochmal sehr gut, wie diese Nutzungsdauer in Relation steht zur eigentlichen Produktion. Das ist also der Environmental Responsibility Report von Apple aus dem Jahr 2018, der zeigt, dass quasi 80% der gesamten CO2-Emissionen bei der Produktion der Hardware sowie dem globalen Transport, die eben die Waren sowohl auf dem Globus verschifft werden, als auch die Rohstoffe, die eingefahren werden. Und weniger als 20%, also weniger als ein Fünftel der gesamten Emissionen finden während der Nutzungszeit statt. Also hier, das macht auch nochmal sehr deutlich, wie bedeutend es im Prinzip für die Umwelt, für das Klima, für die Reduktion der Emissionen ist, wenn wir es schaffen, die Nutzungszeit der Hardware zu erhöhen. Und das hat eben auch doppelte Auswirkungen, sowohl eben jetzt hier bei der Produktion dargestellt, aber auch am Ende des Lebenszyklus. Der globale E-Waste-Monitor berechnet, dass im Jahr 2019 53 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert wurden, die auch wieder um den Globus oft verschifft werden, weil dieser Elektroschrott dann auch wieder oft in Afrika landet, wo wieder unter menschenunwürdigen Bedingungen nochmal versucht wird, ein paar Rohstoffe herauszuholen. Wenn wir es also schaffen, die Nutzungszeit der Hardware zu erhöhen, dann haben wir also hier mehrere Vorteile. Wir haben weniger Emissionen in der Produktion, wir haben weniger Elektroschrott, wir lösen auch soziale Probleme, die häufig durch diese Abhängigkeiten entstehen. Und was kann also freie Software hier, oder wie können wir das erreichen? Wie kommt hier freie Software jetzt wieder ins Spiel? Freie Software hilft uns nämlich gegen diese ausformulierte Software-Obsoleszenz. Freie Software ist eine Möglichkeit, gibt uns Möglichkeiten, Hardware länger zu benutzen, die Nutzungszeit von Hardware zu erhöhen.
Gerade mit dem angesprochenen Beispiel, mit den Smartphones, ist es so, wenn ich mir jetzt ein Android-Telefon kaufe und der Hersteller nicht länger dieses Android oder mein gekauftes Smartphone mit neuen Android-Versionen unterstützt, dann habe ich die Möglichkeit, mir einen Custom ROM zum Beispiel zu installieren. Das sind also Forks vom offiziellen Android. Und mit diesem Custom ROM habe ich nicht nur die Möglichkeit, neue Sicherheitsupdates zu bekommen, sondern ich habe sogar die Möglichkeit, auf meinem alten Telefon ein neues Betriebssystem aufzuspielen und damit auch quasi in der aktuell zu bleiben mit dem Betriebssystem. Wir haben hier als Zeitenreferenz sozusagen die Free Software Foundation Europe, also dort, wo ich angestellt bin. Wir haben deswegen dieses Jahr auch eine Kampagne, werden wir ausrollen, zusammen mit dem Umweltbundesamt, wo es genau darum geht, Nutzerinnen und Nutzern dabei zu helfen, auf ihren alten die Nutzungszeit ihrer Smartphones zu verlängern, indem sie bei Smartphones, bei denen der Support abgelaufen ist, genau solche Custom ROMs installieren können. Und damit ist eben, soll vor allem weniger der Drang zur Neuproduktion sowie auch der Elektroschrott reduziert werden. Hier also freie Software ganz klar im Vorteil, um Nutzungszeiten von Hardware zu erhöhen und die Abhängigkeit von Herstellern zu verringern. So viel zur Hardware, dann kommen wir mal kurz zur Energie zu sprechen. Wir hatten ja dieses Dreieck, Software, Hardware, Energie. Hier nochmal das Bild vom Internet. Je nachdem, welche Statistik ich da anschaue, hat das Internet hat auf jeden Fall einen sehr hohen Energieverbrauch. Es hat mehr Energieverbrauch als die meisten Länder dieser Erde. Zwar nicht zusammengerechnet, aber einzeln. Die Schätzungen sind ungefähr, wäre das Internet ein Land, dann sind die Schätzungen so zwischen dem 5. größten CO2-Polluter und dem 8. größten. So ungefähr gibt es verschiedene Schätzungen. Internet ist natürlich wichtig, wir wollen alle das Internet haben, aber es gibt vielleicht Aspekte, wo es möglich wäre, Energie zu reduzieren. Das, also weil Energie ja auch eben wieder natürliche Ressourcen benötigt, deswegen auch ein Ansatz, okay, dann lass uns versuchen, Energie zu reduzieren im Sinne des Klimas. Da ist es einmal problematisch, ist die Aufmerksamkeitsökonomie. Also ich habe dann verschiedene Plattformen, die werbegetrieben sind und die natürlich versuchen, also dass die Nutzer möglichst viel Zeit auf ihren Plattformen verbringen, damit denen möglichst viel Werbung zugespielt werden kann. Da habe ich eben in vielerlei Hinsicht eventuell vermeidbare Energiekosten, weil ganz viel Datensammlung drinsteckt, Datenauswertung, da sind ganze Rechencluster, die nur damit beschäftigt sind, live auszurechnen, welche Werbung jetzt zugespielt werden soll, an welchen NutzerInnen. Aber das ist nicht nur jetzt für die großen Plattformen, da ist es sicherlich sehr offensichtlich, aber auch, wenn ich ganz normal im Internet surfe, habe ich hier ähnliche Problematiken. Hier ist eine Darstellung von großen amerikanischen Medienkonzernen. Wenn ich auf deren Frontpage gehe, ganz normal, dann sehe ich hier mit dem gelben Balken die Menge an Daten, die übermittelt wird, um die Werbung darzustellen. Und mit dem hellblauen Balken die Menge der Daten, die übermittelt wird, um den Inhalt darzustellen. Und dann sehe ich, dass es hier teilweise die Werbung das 4- bis 5-fache der Datenmengen überträgt und damit ja jedes Bit und Byte, das übertragen wird, kostet nun mal Energie. So, jetzt wieder die Frage, okay, wie kann denn jetzt freie Software dazu beitragen? Dann habe ich hier, freie Software hat eben eine Nutzenorientierung. Ich habe jetzt hier den Firefox einfach mal genommen, weil er vor allem gerade auch diesen Slogan drin hat, der eben besagt, Internet for people, not for profit. Es hat aber jetzt eher ganz generell mit freier Software zu tun. Wir hatten ja vorhin auch dieses Schema mit den verschiedenen Akteuren, die im Prinzip eine Nutzenorientierung an der Software haben. Es sind keine Naturgesetze, aber freie Software neigt schon zur Datensuffizienz und zur Werbeminimierung.
Weil wenn ich, dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, Forks zu erstellen und wenn Nutzerinnen die Möglichkeit haben, zu entscheiden zwischen einer Software, die mit Werbung kommt und Software, die ohne Werbung kommt, werden sie sich vermutlich für die Version ohne Werbung entscheiden. Es hat also eine Tendenz zur Datensuffizienz. Um also diesen Abschnitt zusammenzufassen, freie Software ist nachhaltige Software, weil sie verfügbar ist und damit der Software-Obsoleszenz entgegentreten kann. Es kann also nicht der Hersteller sagen, ich supporte nicht länger die Software und du musst dir eine neue Hardware kaufen. Also ich erhöhe hier also die Nutzungszeit der Hardware. Ich habe die Möglichkeit des Wissensaustausches, so wie zum Beispiel wir mit der FSFE jetzt eben diese Kampagne machen und Nutzerinnen dabei helfen, freie Software auf ihre Smartphones zu spielen. Es gibt wiederum die Souveränität natürlich. Also alle können, die Custom ROMs sind ja auch nur möglich, weil irgendwelche Akteure Android das Betriebssystem nehmen können und es verändern können und auf andere Geräte adaptieren können. Und die Nutzenorientierung hat eben eine Tendenz auch zur Datensuffizienz. So, jetzt führen wir das mal alles zusammen. Ist nachhaltige Software also als ein Konzept, wie können wir diese Erkenntnis, dass freie Software auch eine nachhaltige Software ist, in verschiedenen Aspekten, als ein Konzept für die nachhaltige Digitalisierung verwenden? Gehen wir mal von einer Negativspirale, betrachten wir erstmal die Negativspirale der Digitalisierung. Je mehr Digitalisierung, ich habe also einen wachsenden Energiekonsum, der bedingt wird auch eben viel durch die Werbeindustrie, die wiederum viel die Datensammelei und Auswertung begünstigt, die wiederum viel Energie verbrauchen, die kurzen Lebenszeiten verbrauchen ganz viele Ressourcen. Hier kommen also verschiedene Aspekte zusammen, die man in einer Negativspirale, wenn wir jetzt mal auf Ressourcenverbrauch und Energie schauen, sich in einer Negativspirale gegenseitig befeuern und verstärken. Es gibt aber auch eine positive Spirale. Die gleichen negativen Effekte, die im Prinzip gerade aufgezählt wurden und noch mehr, das waren jetzt auch nur ausgewählte, gibt es ja auch Gegenbewegungen, die versuchen, in einer Positivspirale die Dinge zum Guten zu wenden. Die Akteure aus dem Klimaschutz, die fordern eben eine Ressourceneffizienz, die fordern den Einsatz von grüner Energie. Bei der Digitalisierung, Akteure aus der freien Softwarebewegung erzeugen implizit oder explizit ein eher nutzenorientiertes Web, bei dem es nicht so sehr auf den Profit ankommt, sondern mehr auf den Nutzen für die Nutzerinnen. Im Verbraucherschutz wird immer mehr die Forderung nach einem Recht auf Reparatur und einem langfristigen Support für die Hardware formuliert. In der Privatsphäre oder in den Privacy-Bewegungen ist natürlich schon immer die Forderung nach Datensuffizienz und Minimierung sehr groß. Und das Entscheidende ist jetzt hier, es haben hier also verschiedene Akteure, die eigentlich in einer positiven Spirale miteinander Dinge zum Guten wenden. Und das Wichtige ist, sie jetzt quasi unter ein Dach zu bekommen. Als die Umweltbewegung, vor der Umweltbewegung hatten wir auch die Problematik. Es gab zum Beispiel Initiativen, die wollten sich für den Erhalt der Bienen oder haben sich für den Erhalt der Bienen eingesetzt. Es gab Initiativen, die haben sich für den Erhalt der Wasserqualität eingesetzt, Initiativen für den Erhalt der Luftqualität, bis die alle im Prinzip so ein bisschen erstmal ungehört waren, weil sie sich anscheinend für irgendeinen Nischenaspekt unserer Gesellschaft mit beschäftigt haben, bis sie es geschafft haben, gegenseitig zu erkennen, dass sie sich gegenseitig benötigen. Das also, die Bienen, die brauchen ja auch, die brauchen auch die Blumen, die brauchen auch gute Luft, damit sie funktionieren. Und sie haben es geschafft, im Prinzip unter dem Umweltschutz sich zu vereinen, unter den grünen Bewegungen, soweit, dass es im Prinzip heutzutage, dass dann irgendwann daraus grüne Parteien, eine grüne Bewegung, eine grüne Partei entstanden ist. Inzwischen gibt es Umweltschutzministerium. Und genau das müssen wir auch erreichen. Und dazu dient uns die digitale Nachhaltigkeit.
Wir müssen also, die digitale Nachhaltigkeit gibt uns die Möglichkeit, hier verschiedene, erstmal auf den ersten Blick, verschieden wirkende Aspekte unserer Gesellschaft, Menschen, die für den Klimaschutz stehen, Menschen, die für den Verbraucherschutz stehen, Menschen, die sich für freie Software einsetzen, diese zu vereinen und gemeinsam in einer Positivspirale unter dem Dach der digitalen Nachhaltigkeit zu agieren. Es gibt auch schon, eine Sekunde, es gibt auch schon Initiativen, die dieses Thema aufgegriffen haben, die ich mal kurz hier vorstellen möchte. Es gibt also zum Beispiel den Blauen Engel für Software. Der wird vom Umweltbundesamt in Deutschland ist der eingeführt worden. Der soll Software, mit einem Siegel auszeichnen, die besonders energieeffizient ist. Diese Principles for Digital Development ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Akteuren in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, die hier Ziele formuliert haben für eine nachhaltige digitale Entwicklung. Das Upcycling Android hatte ich ja schon erwähnt, das ist eine Kampagne der Free Software Foundation Europe, bei der es eben darum geht, die Nutzungszeiten von Smartphones zu verlängern. Bits und Bäume war eine Konferenz in Berlin, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat, weil hier erstmalig Umweltorganisationen und eher technisch orientierte Organisationen gemeinsam eine Konferenz unter dem Label Digitale Nachhaltigkeit veranstaltet haben, um auch im Versuch natürlich digitale Nachhaltigkeit zu ergründen. Das Right to Repair Movement ist sehr groß geworden in den USA, aber es ist inzwischen auch in Europa, wird immer stärker, wo es vor allem darum geht, dass Menschen ihre eigene Hardware entweder selbst reparieren können oder zu einem Reparateur gehen können, um dort die Nutzungszeit wieder zu erhöhen. Und das sind jetzt nur ein paar Initiativen, aber ich habe jetzt hier versucht, vor allem auch verschiedene zu nehmen, also vom Ministerium, von der Entwicklungszusammenarbeit, von Umweltinitiativen, von technischen Initiativen. Und das Entscheidende ist bei diesen Initiativen jetzt, alle diese Initiativen verwenden heute schon im Prinzip den Begriff digitale Nachhaltigkeit, um ihren einzelnen Beitrag zur digitalen Nachhaltigkeit zu leisten. Und diese Bewegungen werden größer werden und deswegen ist es so wichtig, dass wir freie Software als Grundlage der digitalen Nachhaltigkeit selbst verstehen und auch anderen Akteuren, Entscheidungsträgerinnen und anderen gesellschaftlichen Akteuren, politischen Parteien, dass wir denen klar machen, dass freie Software nachhaltige Software ist, dass nachhaltige Software der digitalen Nachhaltigkeit dient und dass diese digitale Nachhaltigkeit nicht ohne freie Software denkbar ist. Und so können wir es erreichen, dass gerade diese gesellschaftlich durchaus sehr relevanten Akteure auf freie Software setzen, das Potenzial freier Software erkennen für die digitale Nachhaltigkeit. Damit können wir schaffen, jetzt in den 2020er Jahren freie Software nachhaltig zu fördern. Abschließend deswegen noch einmal kurz zusammengefasst zum Mitnehmen sozusagen, inwiefern freie Software der digitalen Nachhaltigkeit dient. Das ist einerseits die maximale globale und auch langfristige Verfügbarkeit, die also sowohl dann auch nicht nur, dass die Ressource selbst so lange verfügbar ist, sondern auch, dass sie dadurch gerade in dem Aufbau von digitaler Infrastruktur langlebig ist oder beziehungsweise übernommen werden kann und eben auch dazu dient, Hardware länger zu benutzen. Das ist also hier wieder die Software-Obsoleszenz, womit ich wieder Elektroschrott vermeiden kann und Neuproduktionsdrang.
Der Wissenserhalt und Austausch, der dazu vor allem dann auch einlädt, dass verschiedene Akteure sich dieser freien Software bedienen und Workshops machen, Kampagnen machen, das Verständnis fördern. Die Souveränität, also da hatten wir diese Ökosysteme, in dem quasi verschiedene Akteure gemeinsam die Ressource gestalten und nicht ein, vor allem nicht einzelne Akteure hier bestimmen können und sagen können, diese Software wird nicht länger supported. Und letztendlich auch eine Tendenz zur Datensuffizienz, weil hier eine Nutzenorientierung häufig im Vordergrund steht vor den Profitinteressen. Ja, vielen Dank. Das war mein Vortrag und jetzt freue ich mich auf Diskussionen und ja, Rückmeldungen. Ja, Erik, vielen Dank für deinen sehr interessanten Vortrag. Jetzt ist in der Tat die Zeit für Fragen. Bitte an die Zuschauer, wenn ihr Fragen stellen wollt, stellt sie doch jetzt in den WebIRC, in den Webchat. Den Link dazu findet ihr unter dem Livestream. Einfach draufklicken und einloggen. Jetzt vielleicht fange ich an mit einer Frage. Erik, du hast etwas von Software-Obsoleszenz erzählt und dass zum Beispiel Smartphones nach 1,5 Jahren nicht mehr neu sind, also sie sind veraltet. Und hast du auch gesagt, ja, man kann dann seine eigene Software aufspielen. Und was ist jetzt, wenn ich vielleicht nicht so sicher bin, mit wie man jetzt eigene Betriebssysteme auf Smartphones aufspielt? Welche Lösungen habe ich dann als unerfahrener Nutzer? Genau, ja, das ist leider ist das nicht trivial, weil auch die Hersteller hier das nicht trivial machen wollen. Die haben ja meistens das Interesse, dass ich ein neues Smartphone kaufe und nicht mein altes Smartphone länger nutze. Und deswegen ist die erste Schwierigkeit überhaupt, sage ich mal, das nennt man dann Bootloader entsperren. Ich muss also schaffen quasi überhaupt, dass mir die Hardware die Erlaubnis gibt, dass ich ein alternatives Betriebssystem aufspielen kann. Und da wäre mein erster Tipp, vor allem, weil es gibt einfach Smartphones, da ist es einfacher, und es gibt Smartphones, da ist es schwieriger, sich vor dem Kauf eines Smartphones darüber zu erkundigen, wie die Möglichkeiten dort sind. Da gibt es eben, wie gesagt, sehr, sehr große Unterschiede. Das hilft mir natürlich jetzt nicht, wenn ich schon ein Smartphone habe und das länger nutzen möchte. Nun ja, im Internet gibt es viele Informationen. Es gibt also ganze Communities, die sich dem verschrieben haben, Smartphones, alternative Betriebssysteme auf Smartphones aufzuspielen. Wenn ich mir das nicht zutraue, dann natürlich empfehle ich die Kampagne, die dieses Jahr ja von der Free Software Foundation Europe kommen wird, mit dem Upcycling Android. Das ist genau unser Ziel. Im Prinzip, wir möchten hier Nutzerinnen und Nutzer dazu befähigen, selbst diese Betriebssysteme aufzuspielen. Und dort sind eben auch Workshops geplant in mehreren Großstädten, in denen dann Nutzerinnen kommen können und auch ihr Smartphone bringen können. Und letztendlich, ich meine, wir haben dann ja auch zum Ziel, das natürlich offen zu dokumentieren, und wir arbeiten dann auch zusammen mit der Initiative Repair Café, die das wiederum in die verschiedenen lokalen Werkstätten der Repair Cafés bringen wollen auch. Das ist, glaube ich, immer auch ein ganz guter Ansatzpunkt, wenn man dann mal in so ein Repair Café geht. Da sind Menschen, die haben Spaß an Technik, die freuen sich, wenn sie vielleicht jemandem helfen können. Ja, danke für diese ausführliche Antwort. Es gibt jetzt noch mehr Fragen aus dem Publikum. Eine davon fragt, ja, anstelle von diesen Open-Source-Projekten, wäre es nicht einfacher sinnvoller, wenn man zum Beispiel über die EU-Regierung Hersteller verpflichten würde, 5 bis 10 Jahre Updates zu liefern und diese Geräte nicht verkommen zu lassen? Ja, ich finde, die Forderung ist auf den ersten Blick irgendwie ganz gut, aber meiner Meinung nach die noch bessere Forderung ist, Hersteller sollen einfach dazu verpflichtet werden, nach Supportende die Software
unter freier Lizenz zur Verfügung zu stellen. Weil ich dann A, den Herstellern überlassen kann, wie lange möchten sie die Software supporten. Ich muss sie gar nicht dazu zwingen, die müssen es gar nicht 10 Jahre supporten. Wenn sich das Gerät nicht ordentlich verkauft, müssen sie es auch nicht 10 Jahre supporten. Sie können es auch als freie Software freigeben. Und B, habe ich da viel langfristigere Lösungen, weil, wenn es eben freie Software ist, dann kann es von all den Vorteilen profitieren, die ich ja gerade im Sinne der Nachhaltigkeit aufgezählt habe. Deswegen finde ich das die eigentlich bessere Lösung. Ja, das klingt vernünftig. Eine weitere Frage. Du hast erwähnt, dass die bezüglich der Übertragung im Internet, dass ein großer Teil, du hast die Webseiten von Zeitungen gezeigt, dass ein großer Teil Werbung ist. Für Zeitungen stimmt das, nehme ich an, aber wie ist das für andere Teile des Internets, zum Beispiel das Streaming, das ja auch sehr viel Daten verbraucht? Kann man da mit Open-Source-Software, also gibt es da eine Verbesserung, wenn man jetzt Open-Source-Software einsetzen würde und zum Beispiel auf Werbung verzichtet? Naja, also natürlich, jeder Werbeverzicht, also ja, die Plattform selber würde sicherlich davon profitieren, sage ich mal. Aber Streaming per se verbraucht natürlich viel Energie. Wenn ich jetzt einen Film mir streame, verbraucht der einfach viel Energie. Ich glaube, was man als einzelner Mensch hier ganz gut tun kann, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Musik, wenn ich sowieso immer die gleiche Musik streame, dann kann ich sie vielleicht auch einfach einmal herunterladen oder kaufen irgendwo und sie mir dann offline anhören. Ich glaube, da habe ich dann auch tatsächlich viel geschafft. Weil das Streaming per se ist vermutlich, ist nun mal gegeben. Was vor allem, wo uns freie Software eben helfen kann, ist aus dieser Aufmerksamkeitsökonomie-Spirale herauszukommen, indem nicht das Profitinteresse an erster Stelle steht, sondern das Nutzerinteresse und damit eben auch die Werbeindustrie und die Aufmerksamkeitsökonomie nicht so sehr im Vordergrund stehen. Ja, jetzt im Chat ist jetzt mehrmals der Begriff Fairphone aufgetaucht, als du über Möglichkeiten gesprochen hast. Kennst du das? Kannst du das empfehlen oder eher nicht? Oder ähnliche Konzepte? Also ich stecke leider nicht, da stecke ich jetzt nicht ganz genug im Detail drin, um da eine qualifizierte Aussage zu treffen. Zumal das ja auch eine sehr vage Frage war. Vermutlich geht es aber darum, also meines Wissens nach ist das Fairphone einfacher zu reparieren als andere Telefone. Ich habe aber auch gehört, dass es jetzt, es hat nicht ganz den Anspruch geschafft, den es ursprünglich mal angetreten hat. Das haben sie tatsächlich dann auch, muss man sie ja auch mal positiv anrechnen, sehr offen kommuniziert. Das Wichtigste ist vor allem einfach ein Telefon so lange wie möglich zu benutzen, wenn man jetzt vor allem auf Rohstoffreduktion und Energiereduktion achten möchte, dann ist das Allerentscheidendste, die Nutzungsdauer zu erhöhen. Ich glaube, dass das Fairphone dazu beitragen kann, aber ich kenne mich da leider im Detail dann nicht genug aus. Ja, für Zuschauer, die sich jetzt für das Fairphone oder ähnliche Technologien interessieren, im Chat wurde gerade der Begriff Shiftphone aus Deutschland aufgetaucht, das ähnlich sein soll. Auch die bieten ein erneuerbares Operating System darauf an. Nun, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage, ebenfalls aus dem Chat. Und zwar wird gefragt, was, wenn ein Hersteller Bestandteile für sein Produkt, ein Smartphone, selbst mit einer proprietären Lizenz bezogen hat und diese gar nicht als freie Lizenz weitergeben kann. Was sagst du dazu? Ja, das ist, das ist heutzutage, glaube ich, das ist unter anderem auch problematisch, gerade bei den genannten Telefonen, warum sie nicht ganz geschafft haben, was sie erreichen wollten. Naja, also die Welt verbessern wir nicht von heute auf morgen. Wir müssen das Schritt für Schritt machen. Aber mit jedem, das sind dann ja verschiedene Schritte, die durchlaufen. Und mit jeder Nutzerin, die Wert darauf legt,
dass freie Software auf Ihrem Telefon läuft, und zwar nicht nur eventuell im Betriebssystem, sondern auch in den einzelnen Komponenten, desto mehr Unternehmen entstehen oder achten in Zukunft darauf, dass sie wirklich auch den vollen Zugang zu ihren einzelnen Modulen bekommen und nicht auf proprietäre Software zurückgreifen müssen. Und desto mehr Unternehmen es wieder sind, desto mehr Hersteller müssen dann auch irgendwann diesem Druck nachgeben und sagen, okay, dann biete ich euch diese Möglichkeit. Und natürlich kann ja auch da die Politik eingreifen. Das ist so wie auch mit dem Herstellersupport. Wenn ich jetzt sage, freie Software soll nach dem Ende des Supports unter freie Lizenz, also nein, proprietäre Software soll nach dem Einstellen des Supports als freie Software veröffentlicht werden, dann ist es ja, dann klingt es im ersten Moment vielleicht nicht machbar, aber das ist durchaus machbar. Und es gibt auch politische Akteure, die das heute schon fordern. Und ich höre diese Forderung auch immer öfter. Und je mehr wir alle darauf achten, je mehr wir alle darüber reden, je mehr wir es in die verschiedenen Kreise tragen, die ich auch angesprochen hatte, in die Klimaschutzaktivisten, in die Verbraucherschützer, je mehr wir uns hier verbinden und je mehr wir eine digitale Nachhaltigkeit fordern, desto mehr wird das dann auch in Realität umgesetzt. Super. Vielen Dank für deine super aufschlussreichen Antworten. Jetzt, wer noch weitere Fragen stellen will, der trifft Erik im Glasraum, im Work Adventure. Und für alle anderen geht es jetzt weiter in 15 Minuten mit dem Vortrag Chancen und Risiken der Digitalisierung für den Klimawandel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.